nehmen. Die zwei Sanderer, wo sie da hingestellt haben, weg sind. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Heavy? Schrotze durch, aber Raketenwerfer höchstens. Da steht sie eh schon vor dem Loch wie noch was. Oh. Nachladezeit ist ja ewig. Was war das jetzt? Nimm Clay. Ja, wir kommen aber nicht raus. Wir können ja hier nicht entlasten. Das Einzige ist, kann hinterwärtig ein, ich weiß nicht, wie viel Panzer die haben, ein Sanderer hinstellen. Um wenigstens eine zweite Front aufzumachen. Aber ich weiß auch nicht, ob das hilft. Ich weiß nicht, ob ich genug Ding habe. Ah doch, 200 geht. Sind ja auch nicht mehr so teuer. Hier hin, Sanderer. Wenn ich ihn hinbringe, ist gut. Wenn nicht, ist es kacke. Aber so wie der schon das schießt, ist schon mal Essig. Überhaupt in die Nähe zu kommen. Vor allem mit so einem schlecht gesörteten Sanderer wie meiner. Aber es gibt XP, wenn im Wesen ein paar daran spawnen. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Ein Tuma Skyline Report. So, jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwo hinkomme. Ich sehe noch Schub vor. Ne, Schub vor werde ich nicht mehr kommen. Aber wir sind jetzt hinter B. Wir hinter B sind. Wo ist B? Leck mich! Die kämpfen alle vorne, deswegen ist es B zu erholen relativ easy. Aber es zu halten ist kacke allein. Also jetzt kommen. Darum. Ich hab kein Silvier mehr. Oh, fuck! Oh, fuck. Ja, aber hier spawnen sie jetzt da hinten. Ich kann nicht näher ran, das ist mein Problem. Dass ich nicht näher rankomme. Dass ich den Sanderer da weggesprengt kriege. Ich weiß nicht, was er drauf hat, der Barrikade hat, das ist schon kacke. Na gut, aber es hat mitgeholfen. Auf jeden Fall ist der Sanderer weg. Das, auch wenn es mein C4 war. Wir kommen jetzt ran. Wir können jetzt B von hinten annehmen. Die zwei Sanderer, wo sie da hingestellt haben, weg sind. Ich komme hier aber. Doch, warte mal, ich komme hier. Komme ich hier noch? Komme ich da rein? Ne, komme ich im Laptop nicht rein. Oder? Ich müsste es ausprobieren, aber ich vermute nicht, dass ich da reinkomme. Ich könnte es probieren, aber. Könnte eng werden. Ich glaube, meiner ist zu hoch. Dass ich zu hoch bin. Ah, das dürfte nicht reichen. Ah, was ich gedacht habe. Aber ich kann hier ein bisschen näher zum Einsatz bringen. Aber es sieht aus, als hätten wir die Position geklärt.
Ja, wir nehmen es ein. Gut. Kann ich den Sonder weiter vorbringen sogar. Mehr Einstellung. Der mal ein bisschen mehr Sinn hat. Ach gut, wir clearen alles. Können wir direkt hier spawnen. Und hinten hier ist eine Max. Da ist noch irgendein Scanner. Jetzt müssen wir auf die Max, die ist auch gekillt. Thunder war spawnen. Ja, das können sie nicht halten. Die werden jetzt überrannt. Und gut ist. Jetzt zwar einiges an Leben gekostet. Aber vielleicht mache ich noch 2-3 Kills. Oder zumindest Assist Kills. Naja, einen habe ich mal gemacht. Regenerationsfeld Kill. Okay. Lass mich mal zurück. Dankeschön. Du Nuss, du Blöde. Kann mich jemand wiederbeleben vielleicht? Scheint mir nicht so, dass mich jemand wiederbeleben will. Dann fahre ich meinen Sander in die nächste Base vor. Dann ist er repariert. Munitionsverteiler für Fahrzeug wird repariert. Oh, das ist kacke. Ja, er steht jetzt nämlich saudämlich, ist er hier gestanden. Ups. Voila. Ja, kann man nichts machen. Und gegen dich kann man auch nichts machen. Du musst einfach sterben. Weil du mich ja beärgert hast. Geärgert. Beärgert. Natürlich laufen jetzt bestimmt ein, zwei noch in meine Granate rein. Wow, sogar Max Kill. Jawohl. Wie das aussieht. Diese Ameisenarmee. Ja, ich habe vor dir angefangen, also das schaffst du normalerweise ja nicht mehr. Dieses Abzeichen. Oh, da kommt Miguel? Ich habe von der Galaxy gesehen. Oh, da war noch einer. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Passt auf die Berge auf wegen Spione und so, ne, Jungs? Naja. Ja, haben noch ein paar Minütchen. Ich bin ja bis auf 4 ran, das ist schon mal gut. Dass ich schon eine Weile nicht mehr gezockt habe. Kann man gar nichts wollen. Das Gebirge hier befinden, gefällt mir eigentlich recht gut da. So schön Bergkämpfe machen. Zeitlich ranschleichen und C4en so Zeugs. Oder einfach mal von der Bulldog beschossen werden. Ja, die treiben sie jetzt vor uns her. Das ist das Gute. Da. Zum Glück hat die Angriff den Schwung verloren gehabt, sonst wären sie uns überrannt. Aber die nächste Base ist so ewig weit weg. Also es war unsere Galaxy, wo da durch ist. Okay.